Gold plus 3,1%, Silber plus 1,1% in der letzten Handelswoche. Die Goldrallye geht weiter. Das müssen wir uns angucken. Und Computerbild hat sich auch geäußert zu dem Goldpreis. Computerbild schreibt: Goldpreisprognose 2024 kommt nach dem Höhenflug der Absturz. Das müssen wir uns angucken, wenn Computerbild sowas hier schreibt über das Gold. Okay. Und damit ein herzliches Glück auf und morgen schon mal frohe Ostern. Okay, so. Die Saisonalitäten, Durchschnitt der 15 Jahre, da war der März sowohl beim Gold als auch beim Silber jeweils neutral gewesen, völlig unauffällig. Und in diesem Monat 2024 im März plus 10%, das Silber und Gold plus 9%. Dieser März, der ist hier etwas aus der Reihe, würde ich sagen, im Vergleich zu den Durchschnitten der letzten 15 Jahre. Okay, so, jetzt schauen wir hier mal das Goldmonatschart an. Der Monat März 2024 mit den plus 9%, das war der stärkste Monat seit Juli 2020. Hier, 2020 im Corona-Jahr, da hatten wir einen ähnlich starken Monat, der war ein bisschen stärker gewesen, aber ansonsten ein sehr, sehr bullischer März 2024 beim Gold, hat geschlossen bei 2234 US-Dollar pro Feinunze gestern Abend. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Computerbild-Teil hier mal an. So, kommt nach dem Höhenflug der Absturz. Jetzt die Gründe laut Computerbild für den steigenden Goldpreis sind also sinkende Realzinsen in den USA. Also das kann man nachvollziehen. Ja, wenn der Zins hier sinkt, dann wird das Gold natürlich wieder attraktiver, beziehungsweise auch andere Anlagen, weil dann eben nicht mehr das ganze Geld in die Zinspapiere fließt. Das ist logisch. Steigende politische und geopolitische Unsicherheit, also mit politischer Unsicherheit, da ist gemeint das Wahljahr in den USA und das ganze Trump-Thema. Und geopolitisch ist, glaube ich, klar, also zum Beispiel der Ukraine-Krieg und diverse andere geopolitischen Unsicherheiten, die es hier auf der Welt gibt. Die führen dann eben auch dazu, dass der Goldpreis hier steigt, laut Computerbild. Die Zentralbanken kaufen Gold, China, Indien, Tschechien und Polen. So, die Polen, die kaufen wahrscheinlich hier die ganzen Bestände von der KGHM auf, schätze ich mal. Beziehungsweise, Entschuldigung, das ist ja Silber. Das ist Silber. Okay, also keine Ahnung, auf jeden Fall die Polen und die Tschechen, die kaufen hier auch scheinbar wie blöd hier Gold. Und eben ein schwacher Dollar. So, und jetzt mal die große Preisfrage. Das habe ich jetzt mal größer rauskopiert. Da schreibt eben Computerbild: Schwäche der Währung. Wenn der Wert von Währungen, insbesondere des US-Dollars, fällt, kann dies dazu führen, dass mehr Menschen in Gold investieren, weil dieses die Wertaufbewahrung ermöglicht, ohne dafür eine Währung halten zu müssen. Dadurch steigt der Goldpreis. Also, ich habe mir das wirklich jetzt schon ganz oft durchgelesen und überlegt und ich frage mich, was meinen die damit? Ich habe es nicht verstanden. Bitte mal in den Kommentar schreiben. Wer das versteht, wer mir das erklären kann, bitte ich darum, hier einen Kommentar abzugeben. Oder auch eben, wer es auch nicht verstanden hat, kann natürlich auch kommentieren. Also ich kapiere es nicht. Und also ein schwacher Dollar, okay, das kann man schon verstehen, dass das natürlich zu einem steigenden Goldpreis führt. Aber eben auch, gilt für alle Edelmetalle sozusagen, ja. Aber hier diese Begründung von Computerbild verstehe ich jetzt hier nicht so ganz. Okay, also bitte um Kommentar. So, Gold langfristig, schauen wir uns das mal an. Ist jetzt hier 12% über dem Ex-All-Time-High auf Monatsbasis. Das war hier gewesen. Das Ex-All-Time-High hier knapp unter der 2000 oder bei der 2000 circa. So, und da sind wir jetzt 12% schon oben drüber. Gesaust sozusagen. Und hier der Silbermonatschart. Silber hat auch einen sehr, sehr starken Monat hingelegt. Also sogar 1% stärker als Gold in Prozent. Hat gestern geschlossen bei 24,97 US-Dollar pro Feinunze, gestern Abend um 10 Uhr Handelsschluss. Also auch hier eine starke Kerze. Nicht die stärkste Kerze, da gab es schon deutlich viele stärkere Monate hier beim Silber. Aber das ist vielleicht auch ein Zeichen, schließt hier knapp unter der 25 den Monat März ab und geht damit in Ostern. Also, das mag jetzt vielleicht bei meinem Broker nur so gewesen sein, vielleicht bei anderen Brokern ist es vielleicht leicht über der 25 geschlossen, weiß ich jetzt nicht. Aber das könnte ein Zeichen sein. Ich will das jetzt irgendwie nicht überbewerten, ja, aber es ist schon ein bisschen auffällig, wenn das so hier 3 Hundertstel hier unter der 25 schließt. Okay,
Alles nur Mutmaßungen, ja, das weiß keiner warum, wieso, weshalb. So, hier Silber muss noch bis zum All-Time-High, muss es noch 92% zurücklegen vom jetzigen Kursniveau aus gesehen. Also das muss sich beinahe nochmal verdoppeln, um an die All-Time-Highs aus dem Jahr 2011 hier ranzukommen. Und so, jetzt schauen wir uns mal das Big Picture an für die Investoren, die Monate und Jahre hier im Markt bleiben. Und hier die Gold-Silber-Ratio ist bei 89, also wir zahlen also derzeit ca. 89 Unzen Silber für eine Unze Gold. Das ist hier relativ günstig im Vergleich zum Gold gesehen. Alles über 80 ist hier, da ist das Silber im Vergleich zum Gold relativ günstig. So, jetzt schauen wir uns das mal an hier, Silber und Gold ex 2000. Also die Charts, die gehen hier ex 1970, circa gehen die los. Ja, ist auch mal ganz interessant, hier zum Beispiel, hier ist das Silber, ja. Und hier auf der linken Seite und hier diese brachiale Anstieg, das waren damals die Gebrüder Hunt gewesen, die Silberspekulation damals hier gemacht haben. Und da ist das hier Silber raufgeschossen auf ca. 38 US-Dollar pro Feinunze, war also schon hier sehr, sehr hoch oben gewesen. Und dann hier eben im Jahr 2012 hier ca. nochmal hier ein Hoch ausgebildet. Hier, das war das letzte High gewesen, also das All-Time-High. Hier knapp unter der 50. So, und das Gold jetzt hier der Silberpreis, der hat sich jetzt ex 2000, hier Jahrtausendwende, hat sich der Silberpreis verfünffacht und der Goldpreis hat sich verachtfacht. Also Gold läuft besser, ja, ex 2000, sogar deutlich besser. War hier am 01.01.2000 lag das Gold bei 283 US-Dollar pro Feinunze und Silber lag bei 5,2 US-Dollar pro Feinunze. Also mal auch ganz spannend, sich mal die langfristigen Dinge so mal anzugucken. So, hier habe ich jetzt mal gemessen die Schwankungsbreite von Silber und von Gold im Monat, jeweils vom Tief bis zum Hoch. Und da kann man eben feststellen, dass im ganz groben Durchschnitt das Silber doppelt so stark schwankt wie das Gold. Und im letzten Monat, also jetzt hier im März, ist es eben nicht so. Ja, da liegen beide in etwa gleich auf. Das ist eher selten der Fall. Das war hier mal vor 15 Monaten, war es hier auch schon mal so gewesen. Aber im Grunde ist das Silber immer schwankungsfreudiger als das Gold. Nicht jedoch hier im März. Der März ist ein ganz großer Ausnahmemonat. So, Disclaimer muss ich leider kurz geben. Nur zu Ausbildungszwecken in dieses Video keine Handels- und Anlageempfehlungen stellt das dar. Es handelt sich um charttechnische Fachsimpeleien. Und der Autor ist derzeit im Silber und im Gold investiert, physisch und hier in Bahn und in Münzenform. So, jetzt schauen wir mal das Gold uns langfristig an. Welche Strategien man da jetzt fahren kann. Also hier jetzt ist hier voll in der Trendphase und das ist jetzt hier praktisch hier oben S2, die Trendfolgestrategie. Also in diesem Feld kann man einsteigen. Ich ganz persönlich würde da oben jetzt nicht einsteigen, aber wer einsteigen will, kann das gerne machen. Ja, ich kann ja nur meine persönliche Meinung, also wie ich jetzt das machen würde, wiedergeben, weil ich da ab und zu mal so ein paar kritische Stimmen höre. Weil, wenn man sich mal anguckt, okay, das steigt hier jetzt, ja, schön, ja, und dann hat man so dieses Gefühl, jetzt verpasse ich hier was im Gold, ja. Und wenn man zum Beispiel mal jetzt mal diesen Anstieg hier anguckt, ja, da war es auch so gewesen, ist das Gold auch hier so brachial angestiegen. Und irgendwann mal, nach ein paar Jahren, kam es dann doch wieder hier zurück. Und dann hat man es doch wieder möglicherweise sogar günstiger bekommen und dann holt das Gold wieder Schwung, ja, und dann steigt es wieder und dann umso höher. Deswegen würde ich eben hier in solche Hochs nicht einsteigen. Das ist meine ganz persönliche Handelstaktik oder auch Strategie. In dem Fall jetzt Strategie und muss jeder selber wissen. So, das letzte Tief, das war hier bei 1600. Bis dahin kann das Gold noch fallen. Es wird wahrscheinlich nicht fallen oder vielleicht wird es auch fallen, weiß ich nicht. Ja, ich habe keine Glaskugel, weil ich da auch schon wieder was gehört habe. Ja, Gold, was soll das heißen bis 1600? Das ist doch völliger Blödsinn. Warten wir mal ab. Ja, und das letzte Tief war auf jeden Fall hier gewesen und bis dahin kann das fallen und der Trend ist immer noch intakt. Erst unter der 1600 wäre dieser Trend hier dann zerstört und dann könnte man hier unten nochmals natürlich viel günstiger einsteigen, hier unter bis zur 1000. Aber das kann ich mir jetzt dann auch nicht unbedingt vorstellen, dass es nochmal so weit sinkt. Aber wer weiß das schon? So, also langfristig die Marken beim Gold, die 2500, die resultiert aus einem Trendkanal und die 3000 da oben, die resultiert hier aus diesem Tassen-Henkelgebilde. Ja, das ist hier eine Tasse, eine schiefe Teetasse kann man sich das vorstellen. Und hier ist ein Henkel.
Und hier diese obere Wand der Tasse mit dem Henkel wurde schon überschritten. Und aus diesem Gebilde heraus ergibt sich dann hier die 3000 als Kursziel. Charttechnik. So, Silber langfristig. Da haben wir jetzt hier, im Silber sind wir hier unten noch in der Verbilligungszone unterhalb der 30. Da kann man hier in fallende Kurse mit steigenden Geldbeträgen einsteigen. Und dann über der 30 wird der Trend fortgesetzt, wobei man vielleicht auch schon über der 26 so erste Positionen aufbauen könnte. So, jetzt die Long-Term Trader, das mittlere Picture, die jetzt Wochen und Monate im Markt bleiben. Hier nochmal der Gold-Wochenchart, hier die starke letzte Woche. Ja, letzte Woche habe ich gesagt, hier, das könnte diese Kerze hier mit dem langen Docht hier oben drauf, das könnte vielleicht eine Umkehrkerze sein. Aber ich handle so einzelne Kerzengebilde handle ich grundsätzlich nicht. Ich schaue mir das immer noch im H4 an, beziehungsweise im Daily Chart, wie das da aussieht, die Struktur. Und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, wenn man so eine Kerze sieht, dass das jetzt unbedingt, dass man jetzt blind short geht, weil das hier aussieht wie eine Umkehrkerze. Das kann auch nur ein Bestandteil des Trends sein, sozusagen, ne? So, nach 2 Wochen bullischer Konsolidierung geht also hier jetzt die Rallye weiter. Ja, hier die rote Kerze und die blaue, das war die letzte Woche, die vorletzte Woche. Da sind wir so ein bisschen seitwärts gelaufen, haben wir nochmal ein Hoch ausgebildet, wieder zurück und zack, jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht hier die Rallye weiter. Und wir haben jetzt hier auch diese schiefe Trendlinie auch schon überwunden. Die wurde also geknackt. Das heißt, die war ursprünglich, letzte Woche auch noch, war das ein Widerstand und jetzt ist es eine Unterstützung geworden. So, da haben wir jetzt hier eine Unterstützung und zwar hier bei der 2200 circa. Ja, das ist hier diese schiefe Trendlinie, ein bisschen drunter vielleicht. Und bei der 2080 haben wir hier auch nochmal eine starke Unterstützung beim Gold. Also hier, Gold ist im Trend, hier alles hier schicki-lacki, würde ich sagen. Silber ist hier punktgenau auch an dieser Widerstandslinie hier abgeprallt in der vorletzten Woche. Und jetzt in der letzten Woche ist hier ein bisschen wieder hochgezogen, ist hier in einer Seitwärtsphase. Da würde ich meine Hände, meine Griffel draußen lassen, meine Handelsgriffel. Hier der Deckel bei der 25, ja, der ist da und nervt und stört und wird einfach nicht durchbrochen. Noch jedenfalls nicht. Jetzt das Short Picture, Short-Term Trader, die Stunden und Tage jetzt im Markt bleiben. Haben wir hier nochmal den Gold-Tageschart. Da sehen wir jetzt hier diese bullische Seitwärtskonsolidierung. Hat hier kein neues Tief hier ausgebildet und zack, geht's hier gleich weiter. Zieht gnadenlos weiter das Gold. H4-Chart, ja, da war letzte Woche habe ich da gefragt, beziehungsweise ich habe mich gefragt, ob das jetzt hier oben ein Fehlausbruch ist, weil es dann hier wieder zum Freitag hin zurückkam. Aber wir haben eben hier diese Tiefs hier nicht unterschritten. Ja, die hier, das ist hier so eine Zone hier. Kann man auch das hier nehmen, das wurde nicht unterschritten. Deswegen, bis dahin ist das dann auch kein Fehlausbruch. Also das Ding, das ist hier dann gleich hier wieder weitergezogen. Vor allem hier so Donnerstag, Freitag dann. Und im Silber, da sind wir noch mitten in diesem Trümmer- und Minenfeld hier drin, zwischen der 22 und der 30. Da würde ich mich in den kleineren Zeiteinheiten auf jeden Fall raushalten. Da kann man doch. Wenn das Silber sinkt, kann man doch da ganz locker strategisch einsteigen mit immer höheren Geldbeträgen. Und dann kann man sich dieses Gezapple hier in aller Ruhe angucken. Da muss man nicht immer schwitzen und sich fragen, was macht das Silber jetzt gleich wieder, ja, für den Hokuspokus. Okay, also hier sehen wir nochmal die Widerstandszone zwischen 25 und 26. Ja, da wurde hier zurückgehandelt und jetzt gibt es wieder hier den Angriff, dieses Tief hier, das wurde jetzt nicht unterschritten, das war das letzte markante Tief. Ist also hier, der Trend ist also auch noch intakt hier beim Silber. Über der 24, ja, wenn der Kurs über der 24 bleibt, ist dieser Trend hier noch intakt, dieser mittelfristige Trend hier. Also das Silber zieht auch hoch, aber eben nicht so stark wie das Gold. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann wünsche ich schöne Ostertage, morgen und übermorgen. Und dann sage ich Tschüss, ciao und Servus und ein herzliches Glück auf hier aus Hamburg. Goodbye.